Heute quillt ProbierTV weltweit über vor IPA. Was das jetzt bedeuten soll, die Antwort gleich bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ihr habt es gerade gesehen, es ist nicht manchmal einfach einen besonders schlauen Aufsager zu machen, aber es geht natürlich um das heutige Bier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt ein super Bier bei euch und könnt die nächsten Minuten mit mir zusammen genießen. Und ich quelle heute über. Ihr habt ja gestern die Tina kennengelernt und die Tina von Überquell, mit der habe ich ein bisschen über ihre Biere geredet und die war auch mal eine Zeit lang übrigens in Wien. Und ich habe mir dann noch das Worldwide IPA aus dem Shop bei Meisel mitgenommen und fand das eigentlich ganz spannend, weil was da hinten drauf steht, Worldwide IPA, das hier ist keine Frage nach Schwarz oder White, dieses Bier ist eine Whiteheit für sich, Aromen von Nelke, Vanille mit blumigen Noten on top, dazu eine satte Trübung featuring Cremigkeit und Frische und weit du was, genauso mut das. Ich glaube, das ist ein Bier, was, glaube ich, mein Herz erfreuen könnte. Ich habe es auch noch nicht getrunken. Hopfentechnisch ist Sriracha Ace, Simcoe und Topaz am Start. Malz, Pilsener, Münchner Karamell und Weizen. Wir haben 45 Bittereinheiten. Das ist jetzt wieder für einen IPA. Für mich finde ich 45 Bittereinheiten dann schon, eher das untere Ende. Und Stammwürze 15 Grad Plato, 6,5 Volumenprozent Alkohol und ein Ü auf der Bottle Cap. Da fällt mir immer der Herr von der Sesamstraße ein. Ich kaufe ein Ü. Genau. Und das Ganze mache ich jetzt mal auf. Genau. Und dann schauen wir mal, was das Worldwide IPA so zu bieten hat. Zumindest hat es mal Glass White Schaum zu bieten. Eine gelbe, leicht goldene Farbe, weißer Schaum. Das waren sicher zwei Finger breit. Obendrauf haftet auch schön am Glas. Tolle Trübung in Wahrheit auch. Kohlensäure sieht man jetzt nicht viel, aber nach dem Zischen der Flasche zu urteilen, wird auch was drin sein. Oh. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, ich trinke ein IPA, von der Nase ist es echt schon spannend. Es hat richtig kräftige Bananennoten in der Nase. Ich meine, nicht, dass ich damit irgendwie ein Problem hätte, als ist da Weizenmalz war auch drin, oder? Nein, doch. Also Weizenmalz ist auch drin. Aber das hat, na klar, das ist ja ein White IPA. Ah, der Herr hier soll wieder ein bisschen nachdenken, bevor er redet. Also es hat eine kräftige Bananennote, es hat auch so einen schönen hefigen Touch. Und so von der Nase her, muss ich sagen, sind wir vom IPA, was ich so klassischerweise kenne, doch relativ weit weg. Aber vielleicht mut dazu. In diesem Sinne. Cheers. Wow. Es ist dann nach dem ersten Trunk relativ klar oder relativ schnell klar, dass man es hier nicht mit einem Weizenbier zu tun hat. Zumindest einem klassischen Hefeweizen. Sondern die Bittere überzeugt mich relativ schnell und die war ja jetzt mit 45 waren es, oder? Ja. War die ja jetzt nicht so top oben angesiedelt, aber sie macht sich dann schon recht stark bemerkbar. Wird auch noch unterstützt von so einer leichten fruchtigen Säure. Das ist so ein bisschen zitrusig. Banane ist definitiv noch da, die Hefe ist noch da. Auch Weizen hat man schön im Mund. Es hat eine schöne Vollmundigkeit, dieses Bier. Also es ist so, da hat es wieder dann wieder Anleihen vom Weizenbier. Aber es hat viel Fruchtigkeit und eben so eine unterschwellige, aber doch sehr präsente Bittere ist da. Und das ist bei diesem, wenn man liest IPA 45 Bitter, dann denkt man, naja,
Da haben sich jetzt was vorgenommen. Aber es ist durchaus spürbar bitterer, als man das bei den nackten Werten erwarten würde. Es ist von der Kohlensäure, ja, hat eine schöne, spritzige, durchschnittliche Kohlensäure, hat einen mittleren Körper, der sicher auch durch die Vollmundigkeit nochmal schön ein bisschen gepusht wird. Kohlensäure ist auch schön cremig, hat ein tolles cremiges Mundgefühl. Das passt alles soweit. Und es verschwindet so ein bisschen die Fruchtigkeit hinten raus. Vielleicht bleibt noch so die Zitrone ein bisschen übrig. Aber es wird noch ein Tick bitterer hinten im Nachtrunk. Und es kommt so eine leicht salzige, leicht malzige, oh Gott, was ist denn heute mit mir los? Es kommt so eine leicht malzige Süße noch mit dazu. Und vielleicht ist es auch jetzt, dass mein Sprachfehler daran liegt, dass ich dieses Bier eigentlich richtig geil finde. Es ist so gar nichts von der Stange. Es ist so gar nicht, wie man das jetzt erwarten würde. Aber es ist irgendwie ein richtig, richtig geiles Bier. Und es gibt ehrlich gesagt für mich wenig zum Maulen. So als Weizenbierfreund, die Banane ist da. Es hat eine schöne Bittere, die jetzt vielleicht vom reinen nackten Zahlenwert nicht so das ist, was mir die Glücksgefühle ins Gesicht zaubern würde. Aber vom Geschmacklichen her ist die doch ganz anständig. Und es ist am Ende des Tages ja, doch ein relativ gut balanciertes Bier. Und insofern gibt es eigentlich nichts dagegen zu sagen für das Worldwide IPA. Die 4,5 Punkte für das Worldwide IPA aus der Tasche zu ziehen von Überquell aus St. Pauli. Und wenn ihr Überquellbiere kennt und nicht, die Theke ist ja quasi übergequollen bei denen in Bayreuth mit Bieren, dann schreibt mir mal, nach welchem Überquellbier ich mich umschauen sollte, was ich mal hier am Kanal haben sollte. Ich glaube, wenn die alle so sind, dann werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch so das eine oder andere Bier von Überquell hier am Kanal haben. Ich mache es mir jetzt erstmal, wie gesagt, mit dem Worldwide IPA hier bequem. Und es gab noch einen, und die Tina hat mir noch was von einem Super-Duper IPA gesagt. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Ich werde schauen, dass ich das irgendwie nach Wien bekomme. Sag danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.